Video von mir. Ja, ich habe heute mal wieder ein Make-up-Look. Was heißt mal wieder? Es ist schon lange keine Make-up-Looks hier hochgeladen, weil alle meine Make-up-Looks, die ich hochlade, lade ich auf meinem englischen Kanal hoch. Ich lasse euch unten den Link dazu, meinen englischen Kanal. Abonniert den Kanal, weil ich da jetzt in der nächsten Zeit sehr, sehr viele Looks hochladen werde. Und ja, falls ihr Make-up-Looks sehen wollt, wenn ihr so Make-up-Junkies seid, so wie ich, und gerne neue Looks ausprobiert, dies, das, dann gerne einfach unten abonnieren, meinen englischen Kanal. Und da findet ihr viele Make-up-Looks. Ich habe ausnahmsweise mal auf diesem Kanal jetzt diesen Look hier für euch, weil eine Abonnentin von mir, ihr seht das jetzt hier, wollte gerne, dass ich diese Palette hier probiere. Das ist die Wild Romance Palette von Primark. Sie wollte sehen, wie die Qualität so ist und sehen, wie die Farben so sind, und ich habe meinen Look damit kreiert. Und ja, also es kann sich sehen lassen. Die Farben sind super pigmentiert, also wirklich. Ich muss sagen, für 5 Euro, weil die war runtergesetzt, normalerweise kostet die 10 Euro, ich habe sie für 5 Euro. Falls ihr meinen Primark-Haul nicht gesehen habt, dann linke ich euch den auch nochmal unten hin. Könnt ihr euch den Primark-Haul anschauen. Und auf jeden Fall, ja, das sind hier die Farben und ich bin selber begeistert. Wirklich ein Bomben-Look rausgekommen. Ist ein romantischer Look, weniger ins Rot, mehr in dieses Lila, weil da viele auch Lila-Töne dabei sind. Und ja, für 5 Euro kann man echt nichts falsch machen, gerade wenn man, also wenn man jetzt nicht so Make-up-Junkie ist, muss man sich echt nicht diese teuren Paletten holen. So eine Palette tut's auch, weil die Farben einfach bombastisch sind, sie sind pigmentiert und man kann da echt für 5 Euro nichts falsch machen oder 10 Euro auch nichts falsch machen. Man bekommt wirklich sehr, sehr viele Farben. Und ja, das ist der Look. Ja, Leute, das ist es. Das ist das Video zu dieser Palette. Achso, ich habe die meisten Sachen, die ich jetzt benutzt habe, von meinem Make-up, sind von Primark. 90% oder 95% sind Produkte von Primark. Und Produkte von Primark können sich wirklich sehen lassen. Ihr könnt sie euch gönnen. Die sind wirklich gut. Bis jetzt habe ich kein Produkt, wo ich sage, boah, das ging gar nicht von Primark. Foundation-mäßig ist halt sehr schwierig, weil die nicht sehr viele Töne haben. Aber da kann man auch mixen, was ich heute gemacht habe, um diese Foundation so hinzubekommen. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr unten meinen Kanal abonniert für noch mehr tolle Videos. Und wenn ihr andere Vorschläge habt, was für Art von Videos ich machen soll, bringen soll auf diesem Kanal, dann kommentiert das gerne unten. Ansonsten für mehr Make-up-Looks geht auf meinem englischen Kanal. Dort werde ich sehr viele Looks hochladen. Und ansonsten folgt mir auch auf Instagram, Leute, weil da lade ich diese Kurzvideos hoch und da seid ihr immer up to date, weil ich eigentlich, wenn ich hier auf YouTube nichts mache, dann geht immer irgendwas auf Instagram. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Hier ist nochmal mein Name. Und dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit diesem Video. So, Leute, also wie ihr sehen könnt, habe ich soweit meine Augenbrauen gemacht. Ich habe dieses hier Glow Tonic Serum benutzt von Pixi Beauty. Und ich habe diese Tagescreme oder überhaupt Creme, Anti-Aging Amour Creme von It Cosmetics noch drauf gemacht. Moisture, die ist so moisturizing. Ich nutze heute mal diesen Instant Anti-Age Löscher Multi-Use Concealer. Sieht der aus. Und zwar ist der von, ich glaube von L'Oreal, oder? Nee, Maybelline. Der ist von Maybelline in der Farbe 08 Buff. Und ich nutze den nur, weil eigentlich wollte ich den als normalen Concealer nutzen, aber für einen normalen Concealer ist er zu hell. Deswegen nutze ich den jetzt als Base für meine Farben. Die Palette, die wir verwenden, ist diese Palette hier, habt ihr schon gesehen, weil eine Abonnentin von mir hat sich gewünscht, dass ich die verwenden soll. Ich hatte ja diese Primark-Haul, falls ihr den Haul von Primark noch nicht gesehen habt, ich verlinke ihn euch unten hin. Und zwar ist das hier auf jeden Fall die Palette, die ich mir geholt habe, die beim Sale für 5 Euro bei Primark, wie schon erwähnt. Und ja, das ist es. Ich gehe zuerst in diese Farbe hier und das wird meine Transitioning Color. Und ich trage sie oberhalb des Augenlids auf. Als nächstes gehe ich jetzt in dieses Pink hier rein oder Rosé Rosa. Also es ist kein Pink, sondern es ist so ein Rosé Beige. Ich weiß gar nicht, wie ich die Farbe beschreiben soll, aber da gehe ich jetzt rein. Da gehe ich rein in die Farbe. Spaß. Nein, Spaß. Also das benutze ich jetzt und das verblende ich jetzt oberhalb von der Farbe hier.
gehe ich in diese Farbe hier. Das ist so ein lila-schwarz-Glitzerton. Also das verblende ich jetzt hier am Ende des Augenlids und belasse es auch dabei. Also ich verblende das jetzt nicht nach innen oder so, sondern ich lasse das wirklich hier vorne und forme damit so ein Cat-Eye, so ein bisschen, oder wie sagt man? So, als nächstes mache ich einen Cut Crease, dafür verwende ich meinen Concealer, der ist auch von Primark und zwar in der Farbe Karamell. So, als nächstes packe ich diese lilane Glitzer-lila Farbe rauf. Dafür nutze ich diesen kleinen flachen Pinsel, der hier ist von e.l.f. Ich weiß nur nicht, welche Nummer oder sonst irgendwas. Aber ihr müsst das mit so einem kleinen flachen Pinsel machen, womit man auf jeden Fall nicht verwendet, kein Blending-Pinsel. Weil damit packt ihr so richtig gut die Farbe rauf. Und das mache ich jetzt. Ich versuche jetzt gerade die Farben miteinander zu verschmelzen, indem ich einfach so rauftupfe, versuche das Ganze zu vermischen, damit das so einen schöneren Übergang hat. Ich gehe jetzt aber auch noch mal in dieses dunkle Lila rein, was ich vorhin verwendet habe, und versuche das jetzt auch noch mal zu verbinden. So Leute, als nächstes, also soweit sind wir mit den Augen fertig. Als nächstes nutze ich meinen Eyeliner. Mein Eyeliner hier ist von Essence Liquid Ink Eyeliner. Und das ist ein Eyeliner, den nutze ich schon seit Jahren. Mein absoluter Lieblings-Eyeliner und ich nutze immer den anstatt, es gibt den auch als wasserfesten, aber diesen wasserfesten könnt ihr vergessen. Der hier ist The Bomb. So, für meine Wimpern nutze ich die hier von Visofree und zwar habe ich dazu auch ein Video, ich weiß noch nicht. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch unten. Die sind von AliExpress. Die werde ich nutzen. So sehen die aus. Genau. Und den Kleber ist der hier von Duo. Der neue, den es bei DM gibt. Aber ich mag den nicht. Aber den nutze ich jetzt, weil ich keinen anderen da habe. So Leute, soweit sind wir jetzt mit den Augen fertig. Ich mache weiter mit meinem Gesicht. Ich habe schon Dings drauf gemacht. Wie heißt das? Ich habe ja schon Cremes und sowas drauf gemacht. Ich mache erstmal weiter mit dem hier. Das habt ihr auch schon gesehen. Das ist ein Glow Iridescent Primer Elixier. Und das muss man gut schütteln, bevor man das benutzt. Und das gibt dem Gesicht so ein Glow unter der Foundation. Und das machen wir jetzt. Das gönnen wir uns jetzt. So richtig vom Feinsten und es riecht richtig schön. Ne? Man kann das auch alleine so tragen. Ihr seht es ja schon. Was für ein, wie das Licht reflektiert. Und ich glaube, das gab es auch in anderen Farben. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, was ich auch noch zusätzlich drauf mache, ist auch von Primark. Also eigentlich so gut wie alle Sachen, die ich heute benutze, sind von Primark. Ich mache jetzt noch diesen Prep and Perfect Oil Free Mattifying Skin Primer drauf. Der hat 4 Euro gekostet. Aber den mache ich nur an die Stellen, wo ich nochmal so zusätzlich einfach Primer brauche. Und das ist wirklich meistens hier um meine Nase herum und hier an der Stirn, Augenbrauen Area. Meine Kamera ist leider gerade abgebrochen und zwar mache ich weiter jetzt mit der Foundation so herum. Und zwar habe ich diese Foundation hier, die ist auch von Primark, 3 Euro hat die gekostet. My Perfect Color, Perfect Finish Foundation, Medium Coverage, Semi Matte Finish mit Vitamin E. Ich habe sie in der Farbe Rich Espresso, aber die ist ein bisschen zu dunkel, deswegen mixe ich sie mit der hier, die mir ein bisschen zu hell ist, von Fit Me in der Nummer 3555. Heißt sehr dunkel, aber es ist schon sehr, würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber so, und dann sind wir auch schon fertig mit davon. Spaß, Leute. Ich mache schon wieder Blödsinn. So, verblenden tue ich das Ganze mit einem Pinsel. Manchmal nutze ich auch Beauty Blender, aber das ist eher
selten. So, jetzt sind wir damit fertig. Für meinen Concealer nutze ich auch einen Concealer von Primark. Dieser ist der My Perfect Color Liquid Concealer in der Farbe Karamell. Verblenden tue ich den ganzen mit meinem BH Cosmetic Pinsel. Dieser ist in der Nummer 117. So, da ich keinen Concealer habe, also einen dunklen Concealer habe zum Konturieren, nutze ich jetzt gleich dieses Puder zum Konturieren. Aber vorher sette ich jetzt diesen Concealer mit meinem Setting Puder. Und zwar ist es dieses Puder, auch von Primark. Ich habe das in der Farbe Toffee für 2,50 Euro und das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist ein bombastisches Puder. Und damit sette ich jetzt den Concealer. So, als nächstes nutze ich, da ich jetzt keinen dunklen Concealer, also Liquid Concealer habe, nutze ich jetzt dieses My Perfect Color. Auch von Primark. My Perfect Color Mattifying Powder in der Farbe Rich Espresso, auch für 2,50 Euro, aber die Farbe ist mir zu dunkel, deswegen nutze ich sie zum Konturieren. Und das mache ich jetzt. Seht ihr das? Die ist ein bisschen sehr dunkel, deswegen nutze ich die nicht zum Setten von meinem Make-up, sondern ich nutze sie zum Konturieren. Ich gehe jetzt noch mal rein in das Setting Puder, das helle, und sette dann drunter, also ich ziehe eigentlich nur so eine Linie drunter, damit ich so Sharp Line habe. Seht ihr, wie das zusammenkommt? Jetzt dieser das mache ich immer so. Ich mache da drunter keinen Concealer, sonst irgendwas, habe ich nie getan. Ich mache das immer so und das geht für mich voll klar. Geben das seine. Aber so mache ich das und ich mache dann direkt, nachdem ich jetzt das drauf gemacht habe, eigentlich dann alles wieder ab mit meinem Foundation Pinsel, der wahrscheinlich noch ein bisschen Foundation drauf hat. Aber das ist gut, weil ich verschmelze jetzt einfach mal alles zusammen und ineinander, damit es keine harten Übergänge gibt. Und ja. So, da ich keinen Primark Blush habe, nutze ich hier einen jetzt von MAC. In Breezy, genau, der heißt Breezy, den habe ich auch schon vor lange und der ist richtig schön. Den einzigen Highlighter, den ich von Primark habe, glaube ich, also das ist der einzige, den ich jetzt gerade gefunden habe. Und zwar ist es ein Custom Glow Liquid Eyeliner Mixed with Foundation or Wear Alone. Und zwar ist das in der Farbe Bronze. Schön schütteln und dann highlighte ich jetzt damit mein Gesicht. Ich benutze Liquid Highlighter sehr selten, deswegen kann ich noch nicht so richtig gut damit umgehen, aber wir werden sehen. Man muss immer ein bisschen langsam anfangen. So, ich arbeite das mit meinen Fingern ein, weil ich jetzt auch dafür keinen Pinsel habe. Nicht, dass ich wüsste, oder? Obwohl doch, ich nutze jetzt hier so ein Flawless Concealer Brush. Den nutze ich jetzt einfach und verblende. Versuche das, den Highlighter zu verblenden. Doch, es geht, es klappt. Schaut mal, schön verblendet. So, jetzt sind wir fertig mit dem Highlighten. Zu guter Letzt, nein, nicht zu guter Letzt, ich benutze jetzt noch einen Lippenstift, aber ich habe keinen von Primark. Deswegen nutze ich was anderes und zwar nutze ich hier was von L'Oréal Paris Ultra Matte Liquid Lipstick in der Farbe 842 Candyman und natürlich mein Lieblingslipliner von NYX in der Farbe Club Hopper. So,
So, für meine unteren Wimpern nutze ich jetzt noch diesen Mascara. Der ist von We Cosmetic oder We Makeup, besser gesagt. So Leute, dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Ich habe sogar noch ein Fixing Spray, das ist auch von Primark, das habe ich aber jetzt auch schon lange. Das war diese Workout-Serie. Fix Up Make-up Setting Spray, also wenn man Make-up zum Sport trägt, glaube ich. Also es war auf jeden Fall diese Workout-Sache, denke ich. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau, aber das nutze ich zum Setten von dem Make-up. Dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So Leute, das war der Look. Ja, ich muss sagen, mit dieser Palette kann man echt viel machen. Man hat viele Farben. Es ist wirklich für 5 Euro im Sale. Ja, 5 Euro sage ich die ganze Zeit, weil ich sie für 5 geholt habe, anstatt für 10. Also man kann da auf jeden Fall einiges kreieren. Man kann da viel mit Farbe oder weniger Farbe, weil die hat auch so leichtere Farben mit drin. Man kann auch auf jeden Fall was Krasses, hier ist so mattes Schwarz mit drin, kreieren. Ich habe meinen Look damit hier kreiert und ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht unten, meinen Kanal zu abonnieren für noch mehr tolle Videos. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach in meinem nächsten. Peace!